Und genau dieser Tipp jetzt gerade, der hat schon so wirklich vielen meiner Zuschauer geholfen. Danke auch an der Stelle zu den vielen Rückmeldungen dazu. Und jetzt noch ein paar Tage und sie werden endlich wieder in Topform sein. Genau das wird man auch letztlich bei ihnen sehen können. Ja, diese hartnäckigen, überflüssigen Funde, die wir bevorzugt in den Wintermonaten ansammeln, endlich wieder loszuwerden. Wirklich, das ist immer mit das Hauptziel der meisten, Gewicht zu verlieren. Vielleicht für den Sommerurlaub oder einfach letztlich, weil man es sich ja schon 2, 3, 4 Mal, wer weiß wie oft, sich jedes Jahr vorgenommen hat, aber es irgendwie immer nie geklappt hat. Und Sie jetzt dieses Mal aber wirklich endlich mal loslegen wollen. Und dafür haben Sie tatsächlich jetzt den ersten wichtigen Schritt auch schon gemacht. Nämlich, Sie schauen jetzt dieses Video. Und genau darum geht es nämlich jetzt einmal. Schnell und dabei auch, das ist wichtig, gesund und vor allem auch, und das ist wirklich wichtig, nachhaltig abzunehmen. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. In meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Gesundheitsthemen, Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankung und natürlich auch, was wir selbst dagegen tun können, gerade präventiv. Und da spielen Sachen wie Ernährung, Bewegung, Sport etc. eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Was braucht der Körper eigentlich? Weihnachten ist das Fest des Zuckers, ob jetzt im Gebäck, in Schokonikoläusen oder auch ganz klar im Alkohol, da ist richtig viel. Selten nehmen wir mehr Zucker zu uns als gerade in der Weihnachtszeit. Dass wir dabei schnell über unseren Erhaltungskalorien liegen, also dass wir mehr Kalorien zu uns nehmen, als unser Körper irgendwie braucht, ergibt sich dann irgendwie von selbst. Dazu kommen ja noch die reichhaltigen Essensmahlzeiten während der Weihnachtsfeiertage. Gleichzeitig ist es aber auch so, aus Bequemlichkeit, vielleicht sogar aus Faulheit und auch aus Snackgewohnheit, nehmen wir gerne diese überflüssigen Funde auch mit ins neue Jahr. Auch diese Einstellung, aus der bequemen Untätigkeit wieder rauszukommen, ist einfach verdammt schwer und braucht für uns alle immer irgendwie Überwindung. Und vor allem auch einen Moment, um endlich diesen Schalter umzulegen. Und genau dieser Moment, der ist jetzt. Genau jetzt, jetzt, wo Sie das Video schauen. Keine Ausrede mehr. Sie schauen sich jetzt einmal meine Tipps an und danach geht es auch wirklich los. Und um zu beginnen, ist natürlich die Ernährung A und O. Man kann sagen, zum einen, das Training beginnt in der Küche oder auch ohne Mampf kein Kampf. Oder auch einfach sich kalorienarm quasi zu ernähren und wissen, wie man das machen kann, sodass es auch wirklich schmeckt. Und genau darum geht es in meinen Ratgebern, wo ich das genau erkläre, die wichtigen Nährstoffe, die wichtigen auch Supplements, die man braucht. Und gerne schauen Sie einmal in meinen Shop rein und schauen Sie, welcher dieser Ratgeber genau für Sie passt. So, wir beginnen jetzt einmal mit dem wichtigsten Schritt. Wir checken einmal, was unser Körper, was also Ihr Körper wirklich braucht. Und dafür können Sie einen der verfügbaren Online-Rechner einmal nutzen und Ihre Erhaltungskalorien errechnen lassen. Also suchen Sie einen Online-Rechner, um Ihren Kalorienbedarf, Ihren Erhaltungskalorien zu errechnen. Das können Sie direkt jetzt nach dem Video machen, sogar auf dem Sofa, sogar ohne aufzustehen, ohne Sie anstrengen zu müssen. Schreiben Sie das jetzt einmal auf, dass Sie das nach dem Video jetzt als allererstes einmal machen. Der Schritt 2, der schließt sich da direkt an, denn wir achten ab jetzt bitte darauf, dem Körper nicht mehr zu geben als diese 1500 bis 2500 Kilokalorien, die Sie sehr wahrscheinlich brauchen als Erhaltungskalorien täglich. Kaum spürbare Einschränkungen. Der erste Tipp hierbei ist, die Menge an Essen zu senken. Das ständige Snacken zwischendurch während der Weihnachtszeit und die reichhaltigen Mahlzeiten am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag etc. sind einer der Hauptgründe, warum wir schnell 500 Kilokalorien oder mehr über unserem Kalorienbedarf liegen. Unser Ziel ist ja eher 500 unter dem Bedarf zu liegen. Sie sollten sich hier absolut im Klaren einmal bitte auch sein, dass das Ziel einer Mahlzeit ja nicht sein sollte, pappsatt am Tisch irgendwie zu sitzen. Cleverer und nach kurzer Umgewöhnung auch viel besser verträglich ist es und Ihr Körper gewöhnt sich daran wirklich, wenn Sie sich angewöhnen, nicht zu essen, bis Sie sich gesättigt fühlen, sondern vorher aufzuhören. Das Sättigungsgefühl braucht nämlich circa 30 Minuten, bis es einsetzt. Gerade deswegen ist ja dieses Fastfood-Essen bei McDonald's und Co. so schlecht. Häufig haben wir dann nämlich schon zu viel gegessen. Daher mein Tipp, essen Sie langsamer oder trinken Sie vor bzw. beim Essen 2 bis 3 große Gläser Wasser. Das füllt den Magen und sendet früher das Signal, dass Sie satt sind.
Und so können Sie schnell einige hundert Kalorien wirklich sparen und verzichten letztendlich auf gar nichts. Also sozusagen so eine Viertelstunde, bevor Sie essen, zwei große Glas Wasser trinken zum Beispiel. Und nächster Tipp in diesem Zusammenhang, egal ob im Restaurant oder zu Hause, und gerade zu Hause macht man sich oftmals die Teller noch voller als im Restaurant, essen Sie eiweißreich und eher kohlenhydratarm. Eiweiße oder auch Proteine finden Sie vor allem in Fleisch, Milchprodukten, in Eiern oder eigens hergestellten Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel Proteinpulver. Die kann man auch sehr gut hinzufügen, zum Beispiel zum Müsli. Und die sollten definitiv dieses Proteinreiche auf Ihrem Ernährungsplan ab jetzt landen. Denn Proteine sind Ihre besten Unterstützer auf dem Weg zur Wunschfigur. Sie helfen nämlich gleich mehrfach gegen Körperfett. Warum? Proteine sättigen länger, weil der Körper länger braucht, um sie abzubauen. Der Körper muss auch schon Energie aufbringen, um Nahrung zu verarbeiten. Ganz wichtiger Aspekt. Und das nennt sich Thermic Effect of Food. Und das ist bei proteinreicher Ernährung besonders groß. Und drittens, auch ein wichtiger Aspekt, gleichzeitig versorgen Proteine die Muskeln und schützen diese davor, abgebaut zu werden, wenn auch das Fett abgebaut wird. Stichwort hier Skinny Fat. Man möchte ja nicht sozusagen ganz dünn sein, aber gleichzeitig irgendwie dick oder fett, sondern eher das Gegenteil. Und die Muskeln selbst, die spielen ja auch eine entscheidende Rolle bei ihrem Kampf gegen das Fett. Denn wenn Ihr Körper langsam beginnt, mehr Muskelmasse zu haben, durch Training, durch proteinreiche Ernährung, dann steigt auch wieder Ihr Grundumsatz. Der Kalorienbedarf, den Sie haben, Ihre Erhaltungskalorien. Das heißt, Ihr Körper braucht mehr Energie, sogar im Ruhezustand. Mit Sport die letzten Meter schaffen. Und wer gerade jetzt den Weg ins volle Fitnessstudio scheut, und ganz typisch, die meisten neuen Mitglieder gibt es immer nach dem Jahreswechsel im Januar, da sind die Fitnessstudios immer voll, Januar, Februar, März. Wer das alles scheut, nicht will, Spaziergänge, leichte Workouts, zu Hause zum Beispiel. Es gibt genug Möglichkeiten, sich Reize zu setzen, um wieder in Form zu kommen. Unterm Strich gilt hierbei, dass jede Bewegung positiv ist. Achten Sie dabei aber darauf, bitte sich nicht zu überlasten, gerade am Anfang, wenn Sie über den Winter aus dem Training raus waren und irgendwie im November, Dezember gar nichts gemacht haben, irgendwie halt, wie gesagt, nur auf dem Sofa saßen, Netflix geschaut haben. Halten Sie durch. Die ersten Workouts nach langer Pause, nach der Winterzeit und die ersten Meter auf der Joggingstrecke zum Beispiel spüren Sie auch noch Tage später in den Knochen. Das ist ganz normal. Die Knochen, die Bänder, die Sehnen, die Muskeln, alles spürt das. Bewahren Sie Ruhe und verlieren Sie nicht Ihre Motivation. Denken Sie daran, manchmal ist weniger mehr. Warten Sie ein paar Tage dann, kurieren Sie den schlimmsten Muskel gerade aus und setzen Sie dann wieder den nächsten Reiz. Genau so funktioniert langfristig erfolgreiches Training. Kleine Tricks für den Alltag. Dabei klingt es eigentlich unglaublich, aber mehr Schlafen macht uns schlank. Und gerade Schlaf wird immer absolut unterschätzt. Also einerseits können wir beim Schlaf ja nichts essen und andererseits erholt sich unser vom Sport geschundener Körper im Schlaf viel effektiver. Außerdem gilt, wer müde bzw. übermüdet ist, greift eher zu Fastfood und Snacks. Und das wollen wir genau vermeiden auch. Und Trick Nummer 2. Essen Sie nur noch von kleinen Tellern. Machen Sie das mal wirklich, dass Sie sich jetzt kleinere Teller machen. So clever unser Gehirn ist, manchmal reichen ganz einfache Tricks auch aus, um bis hinters Licht zu führen. Und so gilt für alle Essenbehälter, dass die Größe bestimmt, wie viel wir essen oder trinken. Heißt also, dass wir mit kleinen Gläsern, wenn wir mal kein Wasser trinken, sondern irgendwas anderes, und mit kleineren Tellern weniger Kalorien zu uns nehmen. Und wer mir folgt, wie weiß, wie oft ich das wirklich betone, weil es letztlich in meinen Augen die einfachste und eine sehr effektive Maßnahme ist, wirklich immer wieder gekühltes Wasser trinken. Keine Säfte mehr, keine Cola, nichts mit Light, nichts mit Zero, Wasser, Wasser, Wasser. Das ist wichtig. Und im Durchschnitt nehmen wir nämlich immer noch hunderte von Kilokalorien wirklich nur durch Getränke zu uns. Halten Sie durch. Disziplin und Durchhaltevermögen schlagen hier Motivation und Leidensfähigkeit. Wirklich Disziplin, Durchhaltevermögen. Das ist ja letztlich, wenn Sie nächstes Jahr hier an gleicher Stelle wieder stehen, wo Sie sich sagen, ich habe es gepackt oder nicht, planen Sie langfristig. Bis zum Frühling, bis zum Sommer sind es noch mindestens, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Wochen. Und wenn Sie jede Woche wirklich nur 500 Gramm abnehmen, sind das bis zum Sommer ganze 5 Kilo. Zusammen mit den neuen Muskeln vom Sport werden Sie Ihren Körper nicht wiedererkennen und wahrscheinlich sogar fitter und besser aussehen als vor der Weihnachtszeit. Und denken Sie in diesen kleinen Etappen, 500 Gramm pro Woche, das ist wirklich nicht viel. Und damit übertreibt man es nicht. Und wenn Sie übrigens feste Zeiten für den Sport, das Einkaufen oder Kochen einplanen, halten Sie sich statistisch gesehen
eher sogar durch. Das ist nämlich wichtig. Das sind also gute Tipps, feste Zeiten einplanen. Vor allem das Vorkochen für eine ganze Woche und auch nur vielleicht für 3-4 Tage ist absolut super hilfreich, um die Menge an Kalorien exakt im Blick zu behalten und dann nicht plötzlich irgendwie nach 2-3 Tagen wieder was extrem Ungesundes zu essen. Vorkochen also ganz wichtig. Und dabei helfen Ihnen auch zum Beispiel Kalorienzähler-Apps, die teilweise nur mit dem Strichcode der Produkte berechnen können, was Sie am Tag so zu sich nehmen. Denken Sie in kleinen Schritten, dann packen Sie das. Und wenn Ihnen das Video jetzt gefallen hat, gerne abonnieren Sie meinen Kanal und gerne geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Gerne kommentieren Sie, lassen Sie uns diskutieren. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.